Hallo ihr Lieben, jetzt bin ich wieder da, heute sehen wir mich mal nett, da müssen wir jetzt einfach mit klarkommen. Mein Bettherr-Day, der dauert an noch, aber ich möchte heute mit euch mal diese Watercolor-Farbe von Action ausprobieren. 1,16 Euro, eine Packung, unglaublich, also eigentlich kann das nichts werden. Aber mir gebe ja alle Sachen eine Chance und darum werde ich jetzt mit euch einfach mal das ausprobieren. Und ich war jetzt das zweite Mal in meinem Leben in einem Actionmarkt, weil bei uns in der Nähe gibt es gar keiner. Da muss ich nach Frankreich rüberfahren und da ist ja gerade die Grenze zu. Also war ich jetzt vor kurzem im Schwarzwald oben, da wo ich herkomme, und da gibt es einen. So sehen die Farbe aus. Ist alles drin im Bild? Jawohl. So, und was nicht schlecht ist, wenn man mit solche Watercolor-Farbe malt, ich bin kein Profi, ihr wisst Bescheid. Ich bin in allem ein Anfänger, aber das habe ich halt auch schon mal irgendwo gesehen. Man spritzt die einfach vorher einfach schon mal so ein bisschen an. Und dann kann sich die Farbe schon so ein bisschen lösen. Dann hat man es nachher einfacher. Also das ist auch so ein Billigteil, das funktioniert nicht wirklich. Keine Ahnung, wo das her ist. Wahrscheinlich auch von Action oder von Teddy oder so. So, jetzt kann sich das mal so ein bisschen auflösen. Guckt euch mal diesen Pinsel an. Das ist mein Lieblingspinsel. Uralt, Da Vinci. Ich weiß nicht. Ich glaube, 15 oder 20 Jahre hat er auf dem Buckel. Sieht aus wie die Sau. Aber das ist egal. So, jetzt machen wir das, wie machen wir das jetzt, dass ihr das seht. Machen wir eins hier hin und eins dahin. So. Und da habe ich so ein kleines, so ein Skizzeblock. Ah, da gibt es übrigens auch ein Video, wo ich mal diese Blümle da gemalt habe. Die müsste ich da noch, so sieht es vorher aus und so sieht es hinterher aus. Wenn man mit dem Fineliner da noch so schön nachgeht. Da ist noch das Ding da zum... Das Washi-Tape dran. Das mache ich irgendwann mal noch fertig. So, lassen wir gerade auf den Block drauf. So, und jetzt machen wir es wie gerade eben schon gesehen. Ich mache das so Washi-Tape drauf überall. Sieht einfach hinter ein bisschen netter aus. Gut, wenn es losgeht. Nehmen wir direkt mal den großen Pinsel. Als kleiner Tipp am Rande, wenn ihr mit Watercolor was malt, dann, also ich habe es mir jetzt angewöhnt, immer zwei Gefäße mit Wasser zu benutzen. Eins, um immer den Pinsel sauber zu machen. Und eins, um nochmal Wasser aufzunehmen, wenn er das braucht. So. Jetzt fangen wir mal an. Fangen wir mal an mit der ersten Farbe hier. So ein Kupferton. Uiuiui, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass das so eine starke Farbe abgibt. Nicht schlecht. Also Leute, ich sitze hier und schüttel nur mit dem Kopf. Ich kann es nicht glauben, dass das so aussieht, wie es jetzt aussieht. So. Jetzt hole ich euch runter und zeige euch das. Moment. Das, ich weiß nicht, ob ihr das so seht, wie ich das sehe. Ich glaube nicht, aber das sind richtig tolle Farben. Ich muss euch ein paar Fotos machen. Ich schalte euch ab und mache euch jetzt ein paar Fotos.
So, und jetzt habe ich hier noch meinen uralte Aquarellkasten rausgeholt und habe ein bisschen ein Blau angerührt, um den Himmel etwas zu imitieren. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt nicht in die Hose geht, was ich jetzt davor habe, aber es ist sehr viel Wasser drin und ich fahre jetzt mal einfach grob so von oben da rein und überall so ein bisschen hin. Und ihr seht ja, ich mache das mit meinem richtig dicken Pinsel. Muss auch nicht überall was sein. So, ich bin jetzt mal fertig. So sieht es jetzt aus. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video so gut sehen kann. Aber ich mache euch nachher einfach noch ein paar Fotos. Ja, da ist was los, aber es hat richtig Spaß gemacht und vielleicht habt ihr auch mal Lust, sowas zu machen. Ist ja total einfach. Einfach ein paar so Flecke drauf und dann, gehen wir mal kurz hin. Ja, guckt euch mal Videos von Creation CC an auf YouTube. Die macht sowas Ähnliches und einfach jede Fläche, die ihr habt, irgendwie umkreisen mit einem Feinlinerstift, ein paar Muster reinmachen. Und das war's eigentlich schon. Jetzt ziehen wir noch das Band ab und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich liebe das, wenn man das Band abzieht, wie das dann rauskommt. Sieht es noch mal anders aus. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.